Wir haben jetzt eine Aufgabe, wo wir mal nicht zeichnen müssen. Deswegen haben wir trotzdem viel mehr Text. Bis man sie mal verstanden hat, die Aufgabe sollte man sie vielleicht zweimal durchlesen. Ich habe mir jetzt als erstes mal die ganzen Größen rein notiert, die wir haben. Also hier 7 Meter, 7 Meter, das ist hier jeweils der Radius oder halt die Strecke MSN, S1. Und wir haben diese Strecke S1, S2, haben wir auch gegeben. Jetzt sollen wir das Maß des Winkels S1, M, S2 berechnen. Also das hier dran. Ja, da suchen wir uns ein Dreieck aus, wo viel drin ist. Also in dem Dreieck ist doch relativ viel drin. Das sind drei Seiten. Mit drei Seiten brauchen wir nicht mit dem Sinussatz anfangen. Das ist ein klarer Fall für einen Kosinussatz. Gegenüberliegende Seite und die zwei eingeschlossenen Seiten. Heißt auf links 8,85 ins Quadrat setzen, dann auf rechter Seite 7 Quadrat plus 7 Quadrat minus 2 mal 7 mal 7 mal eben den Kosinus von diesem Winkel. Ja, das muss ich jetzt nach Alpha auflösen. Ist etwas schwierig. Zuerst bringe ich die beiden 7 darüber, also die 7 Quadrats. Dann steht dran 8,85 Quadrat minus 7 Quadrat minus 7 Quadrat. Und dann muss ich noch durch minus 2 mal 7 mal 7 teilen. Aufpassen, das muss ich genau in der Reihenfolge machen. Erst diese beiden rüberbringen. Auf gar keinen Fall plus 2 mal 7 mal 7 rechnen. Das da hinten ist ein Faktor, also ein Produkt mit mehreren Faktoren. Und deswegen dürfen wir das auf keinen Fall mit Plus oder so wegbringen, nur mit geteilt. Und wenn wir das dann ausführlich machen, haben wir das minus 7 Quadrat minus 7 Quadrat rübergebracht, haben durch minus 2 mal 7 mal 7 geteilt und dann müssen wir nur noch den inversen Kosinus von diesem Bruch hier nehmen. Dann kommen wir auf unseren gesuchten Alpha gleich 48,42 Grad. Bogenmaß oder Kreisbogen ist dann relativ einfach zu berechnen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht verwechseln mit dem mit der Formel vom Kreissektor. Hier muss man nämlich zweimal den Radius nehmen und nicht r² wie beim Flächeninhalt vom Sektor. Und dann können wir auch diese Kreislinie S1, S2 bestimmen. Den Winkel haben wir jetzt und den Radius hat man von Anfang an gegeben. Und schon sind wir bei der Aufgabe 3.2. Die gibt bloß zwei Punkte, ist aber ganz schön knackig. Wir haben also hier einen LKW, der 4 Meter hoch ist. So, und jetzt müssen wir rausfinden, also der ist 50 Zentimeter, ist er von dieser Schranke oder was auch immer, MF auf jeden Fall sind hier 50 Zentimeter entfernt. Und jetzt müssen wir rausfinden, ob der da dagegen kracht. Wir brauchen also irgendwie ein Dreieck. Naja, da unten brauchen wir nicht mit dem Dreieck anfangen. Nehmen wir mal dieses Dreieck hier. Da wissen wir nämlich, dass der Abstand hier 0,5 Zentimeter ist. Wir kennen diesen Winkel auch, den haben wir gerade vorhin berechnet. Dann könnten wir doch diese Strecke berechnen. Was soll uns das bringen? Ja, wenn wir diese Strecke berechnen können, dann können wir doch eine Aussage machen, denn diese Strecke und diese Strecke zusammen, die sollten also die sollten diese 4 Meter irgendwie zusammenbringen. Fangen wir einfach mal an. Wir haben also Gegenkathete und Ankathete in diesem Dreieck und den Winkel gegeben. Also den Tangens von 78,42 Grad ist ja bei Gegenkathete durch Ankathete, ist diese Seite, ich nenne es jetzt mal x, durch 0,5. Und wenn ich jetzt nach x auflöse, dann ist diese Strecke 2,44 Meter. Mit diesen 1,10 Meter von hier unten sind es insgesamt 5,54 Meter. Oder anders, wenn ich diese 4 Meter, die der LKW hat, wenn ich davon 1,110 Meter abziehe, dann ist diese Länge beim LKW 2,90 Meter. Und es ist viel länger, als es sein dürfte. Das heißt, der LKW wird hier nicht durchkommen, sondern der wird dagegen fahren. Der LKW ist höher, wie er sein dürfte. Also passt er hier nicht rein. Das ist natürlich etwas irreführend gezeichnet, weil so wie der LKW hier drin sitzt, fährt er ja genau durch. Ja, aber wir haben nur quasi diese Strecke berechnet, wie lang die ist. Und damit konnte man auch nachprüfen, wie lang darf da maximal ein LKW sein. Ich habe das dann so beantwortet, die Schranke würde beschädigt werden, da an dieser Stelle der LKW nur 3,54 Meter hoch sein dürfte. Die 1,10 und eben die 2,54. Das war's bei der kleinen Aufgabe. Die hat es zwar in sich, aber viele Punkte gibt sie nicht.